So Leute, schon der nächste Morgen und wir haben hier super, das ist nämlich gleich der Eingang zum Hotel, super Parkplatz. Da stehen Tesla und andere Charger hinten dran, aber da ist ein Trick dabei gewesen. Ich habe mir immer Nachrichten gekriegt auf mein Telefon, warum das so ist. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future. Und zwar Tipp, sofort einstöpseln, wenn du da bist und gleich mindestens bis 80% hochladen. Und dann am nächsten Morgen sehen, na, wie geht's weiter. Weil die hat so Schwankungen gehabt zwischen 44 Ampere und 12 Ampere. Und das liegt, da ist bestimmt ein geteilter Lader. Also das heißt, dass alle vier, die hier angeschlossen sind, vier und nochmal vier, sind acht Tesla Charger, dass sie sich das Laden teilen. Und deshalb habe ich heute Morgen irgendwie 12 Ampere nur noch gehabt und jetzt habe ich wieder 36 oder so. Also das geht immer hin und her, oder 22. Ich hatte auch mal gestern Nacht 44 gehabt. Und also am besten sofort einstöpseln, laden bis 80%, am nächsten Morgen checken oder ab und zu mal zwischendurch checken, wie es ist. Und so konnte ich das regulieren. Jetzt sind wir so über 95% und jetzt geht es erstmal weiter. Und auf den Trip zurück, aber wir wollen noch einiges besuchen hier. So, jetzt kommen wir mal ganz an die Tier dran und zwar sehr nahe und dann sieht man so, wie das aufgebaut ist. Das ist nämlich richtig so, wie da man, dass da durchsichtig ist, halb. Gut, lass uns das mal anschauen. Also, da war ein Sicherheitsbeauftragter da und der hat hier den Bereich gecheckt. Und zwar, das hier ist alles noch aufgebaut hinter an der Swipsphere vom Formel 1 Event. Also die ganze Tribüne, die hier ist, die ist nur vorübergehend. Die wird aufgebaut und dann wird wieder abgebaut. Und jetzt wird die wieder abgebaut. Und heute ist, glaube ich, ein U2-Konzert. Wir gehen da mal rein. Das sind einfach nur ganz kleine Kreise. Und diese kleinen Kreise, die sind mit LEDs bestückt und die ändern die Farbe. Und wie man das hier sehen kann, sind alle in Blau zurzeit. Und nur von einer weiteren Entfernung, da nimmt man dann wahr, dass das nur ein Teil ist. Ich kann ja auch mal ein Foto einblenden von der Nacht, da sieht das ganz anders aus. Und hier sieht man auch, dass eigentlich die Konstruktion durchsichtig ist. Auch hier, wenn man an der Seite hochschaut. Also zu diesem Boring Tunnel oder Las Vegas Loop für ein Convention Center. Der hat hier angefangen, das ist South Entrance. Und ich lasse mal so ein paar Bilder hier im Hintergrund einblenden. Und zwar kann man damit circa jetzt eine Meile fahren, das sind 1,6 Kilometer. Und da geht bis von hier bis zum bestimmten Hotel. Und da ist ein Plan, der dauert ungefähr 5 Jahre, bis der zum Flugplatz geht. Und da sind auch einige Hotels angeschlossen an dem Strip.
aber du brauchst eine spezielle License dafür, also eine Lizenz dafür, damit du den da fahren kannst. Da fahren nur Teslas drin, Boring Company hat da die Kontrolle drüber, dass da nur Teslas drüber fahren sind, auch die Fahrer müssen dafür ausgebildet werden. Und privat kann man da nicht reinfahren mit seinem privaten Tesla, das ist nicht möglich. Hätte ich schon beinahe gemacht, aber es ist nicht möglich. Und was ist, man kann da eine Tour bekommen, kostet $5. Da kann man dann pro Person und dann kann man da diese Strecke fahren hin und her, kriegt man eine kleine Erklärung, was das ist und wie das funktioniert und so weiter und so weiter. Ja, das könnt ihr euch irgendwo auf dem Internet anschauen. Ich glaube, da gibt es Videos davon. Ich hätte das gerne gemacht, wenn ich da selber durchfahren könnte, aber das ist nicht der Fall. So, dann gucken wir jetzt weiter. Und hier ist normalerweise ist hier unsere Tradition, zum Hofbräuhaus Las Vegas zu gehen. Aber diesmal haben wir es nicht gemacht. Diesmal hatten wir was anderes vor. Ich lasse mal ein paar Bilder einblenden davon. Das ist genauso aufgebaut wie das Hofbräuhaus in München. Und ich kenne sogar den Besitzer davon. Ein Freund von mir auch. Und ja, normalerweise gehen wir da einmal hin, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ah, schaut euch mal das an. Aber nicht übertrinken oder überessen. Soweit ich weiß, hat der deutsche Bäcker offen. Und da gibt es eine German Bread Bakery. Also ihr wisst ja, dass amerikanisches Brot nicht so toll ist. Und da gibt es deutsches Brot vom deutschen Bäcker gebacken. Und da gibt es zwei, eins im Osten von Las Vegas, eins im Süden mehr. Und wir fahren da fast direkt dran vorbei. Wir machen einen kleinen Abstecher und sehen, ob wir ein leckeres Brot bekommen können. Kuchen ist da auch guter dabei. Also wenn ihr mal da seid und ihr habt eine Chance und ihr habt keinen Bock auf amerikanisches Brot oder Kuchen, da hingehen und euch eindecken damit. Ja, das ist es. Das ist die deutsche Bäckerei in Las Vegas. Und ihr habt gesehen, was es da gibt. Ich blende es mit ein. Und das muss sein. Da muss man stoppen. Und da muss man die leckeren Kuchen oder das leckere Brot natürlich mitkaufen. Man kann das ja auch noch einfrieren, was wir dann auch machen werden. Wir haben auch Freunde angerufen, ob wir denen noch was mitbringen sollen. Die haben natürlich ja gesagt. Hat es ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt geht es nach Hause Richtung Kingman. Lake Mead gained water. So schön. So, jetzt verlassen wir das wunderschöne Kingman. Das war eine schnell geladen. Wir sind mal gerade in das Museum gegangen, kurz bevor es geschlossen hat. Dann habe ich noch einen Kaffee organisiert. Und zwar habe ich den unterwegs bestellt, to order to go. Und ich habe den genau zu dem Zeitpunkt, wo das Auto hier, ich habe immer einen Waypoint eingestellt, also so einen Wegepunkt. Und genau zu dem Wegepunkt, den ich eingestellt habe, habe ich den entsprechend entgegengenommen. Ah, jetzt musst du hier rein. Du musst denn da hinten rechts abbiegen. Und dann habe ich den, siehst du da, kannst du auch geradeaus fahren. Gut, und jetzt habe ich den Kaffee genau bestellt und genau abgeholt und dann essen wir noch so ein schönes Stückchen von dem Kuchen, das wir uns bestellt haben bei dem bei der deutschen Bäckerei. Und das kann man ja auch unterwegs essen. Wir sind jetzt brauchen wir das nicht mehr da essen, wo der Supercharger ist und war charged. Wir sind 70% voll, das reicht bis nach Wickenburg und da gibt es noch eine Überraschung. Ja, Leute, ihr würdet es nicht glauben, aber wir fahren zum Wickenburg Weihnachtsmarkt. Und zwar haben die da einen kleinen Weihnachtsmarkt gemacht. Wir werden uns überraschen lassen, was das ist. Und der ist auch gleich neben dem Supercharger. Ich habe mich da schon erkundigt. Und da haben wir ein paar Bilder von. Erstmal, wir sind hier ganz nah am Sonnenuntergang. Und ihr wisst ja, im Dunkeln fahre ich, im Hellen fährt meine Frau. Und ich werde dann... Wir werden jetzt ungefähr noch so, sagen wir mal, eine halbe Stunde brauchen oder ein bisschen mehr zur Wickenburg. Und dann gehen wir in den Supercharger, das sind 5 Stellen,
5 Ladestellen frei. Da werden wir parken gleich zur gleichen Zeit und dann werden wir den Christusmarkt, also den Weihnachtsmarkt besuchen. Da kommen noch ein paar Bilder davon. Und der Rest, der kommt dann erst am nächsten Tag, weil ich kann ja nicht gleichzeitig filmen und auch Auto fahren. Also jedenfalls werde ich euch die Statistik dann nachliefern am nächsten Tag. Also erstmal jetzt ein paar Bilder vom Weihnachtsmarkt. Until 6:45, folks, 6:45. All right. You get me.